Test 1, 2, 3. So, Adventure geht weiter. Na klar. Ich weiß nicht, mussten wir mit Mimi, glaube ich, reden. Ja, das kann sein. Ich glaube aber mit Tai vielleicht auch. Okay, Mimi war schon mal falsch. Pardon, nehmen wir Tai Chi. Ja, siehst du? Okay, das war Tai. Wir spielen das japanische Spiel, du solltest ihn immer noch Tai Chi. Nur er heißt auch im Deutschen Tai Chi. Eigentlich Tai. Nur genannt. Eigentlich Tai Chi. Ja, Tai Chi. Tai Chi. Hachi. Toll, der ist ja Tai Chi. Ja. Ramon ist da lila im Spiel. Irgendwie schon. Es beschießt. Er schimmelt. Er verfault. Erbarmung, ne? Guck mal, der Akero ist voll der Außenseiter. Stand voll weit weg. Oh nein! Aha, eben war schon so da. Ja, das war Lila, Mann! Lila. Ich seh nix. War kein Loch. Ach ja, ich mag es, ihn zu ärgern. Nur Idioten haben den Mund auf. Toll, alle. Nein, in dem Punkt ist es ja was anderes. Sie sind ja schockiert. Die Figur von Tai Chi ist so. Ja. Und im Spiel sieht die noch blöder aus, ehrlich gesagt. Wir müssen sie nicht sehen, gut. Ach, gut. Ja, normalerweise im Anime wäre jetzt Agumon digitiert. Warp-Digitations-War-Greymon, ne? Ja, gut, wir haben jetzt so Metall-Greymon, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Unten war Flucht, hier war. Ja, die Attacken auswählen, aber du. Also hier war digitieren. Nein. Nein! Digitieren. Nein! Ja! Ich wollte ihm sagen, greif doch nicht an! Digitier doch lieber! So. Ja, was ist denn mit Garurumon und Dings? Der kommt gleich erst. Gleich? Ja, dann greif jetzt da rechts. Nein, nicht das! Das ist normaler Angriff, ja, du aber Esel! An Gewurmon will ich mich für Heilung aufheben. Ja, und du kannst doch trotzdem mit leichten angreifen. Die hat doch genug, oder nicht? Nein. Okay, 416, okay. Da kann man ein bisschen angreifen in der Hoffnung. Ja, siehst du, hat doch was gebracht. Da, Combo-Attacke. Foxfire! Das hat aber nicht sie gebracht. So. Ja, ich würde sagen, dass die Unterset ist. Das ist auf jeden Fall mit der Hoffnung. Ich würde das in der Mitte machen, ich weil weiß. Das hat ja meistens. So, ach, ja, er kommt auf. So. Tada! Das müsste eigentlich sehr effektiv sein. Brave Tornado! Bin ich eigentlich die Einzige, die Brave Tornado versteht? Nein. Aber er sagt eigentlich Great Tornado. Also zieht er viel mehr ab und er darf irgendwie zweimal angreifen. Nein. Oh, natürlich ein Break. Egal. Das ist nicht so schlimm. So, das war lieber alle Nein, das war der Gegner. Das war alle Heilung. Würde ich aber noch nicht machen. Einmal halten die doch bestimmt noch durch, oder? Das ist nur einmal so heilen. Das ist ja gar nicht nur bei selbst. Das ist aber SP. Also ATK das, und Def. Ja. Aha, ich will es ja nicht machen, oder? Was genau ist das nochmal? Ja, das ist uninteressant, aber das hier ist Heilung halt. Ja, das weiß ich auch, dass das Heilung ist. Dann greif normal an. Mir doch egal, aber ich würde mich jetzt Na, noch gut, nicht dann heilen. Greife ich normal an. Das bringt zwar gar nichts. Ey, Bitch Slap! Ach, wieder. Boom. Gerüde Tomahawk. Jetzt würde ich heilen. Alter. Ja, jetzt würdest du heilen. Ja, aber konnte ich denn ahnen, dass er zweimal sie angreifen würde? Ja, kann man sich denken. Ich finde blöd, dass er keinen Break macht. Ne, wieso kann man sich das denken? Das ist ein Computergegner. Das ist. Vorausgesetzt, das reicht auch. Aber gut, das hieß ja jetzt erstmal noch nicht dran. Ja, doch. Das ist halt 2000. Du kannst sie auch verteidigen lassen, wenn dir das mehr bringt. Ach stimmt, da war ja was. Es gibt so eine Funktion, die heißt aber Verteidigung. Ich würde dann lieber angreifen in der Hoffnung. Oh, was hat er auch immer getan? Na, Japanisch muss man können. Ja, richtig. Aber ich denke, es ist besser. Ja, nee, doch, ich finde, es ist besser, wenn sie sich verteidigt, wenn du mich fragst. Boom, 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 boom. Und es hat sogar was gebracht. Ja. Holy Arrow! Katsching! Ich würde auch mal. Sie sagen es ja selbst, aber egal. Ich würde mich verteidigen. Ich heile dauerhaft mit ihr, Punkt. Danach kann ich immer noch Verteidigung machen. Eigentlich, diese Heilung, ne, die heißt ja hier Sent Air, ne, also heiliger, ja, heilige Luft oder so, ne? Ja.
eigentlich hat die das ja im Anime auch eingesetzt, ne? Aber das Wort ja im Deutschen dann nicht heilige Wind, heilige Luft oder sonst irgendwas übersetzt, sondern Himmelspfeil, obwohl es gar kein Pfeil war, ne? Bumm. Ah, schon interessant, dass sie damit ja dann eins der wenigen Adventure-Digimon ist, das Dreifähigkeit im Anime konnte. Na. Sieht man mal von Wargreymon eigentlich ab, aber da heißt ja Grey Tornado und Dramon Killer eh immer nur Megakralle, also es ist ja auch Latte. Ja, es kann sich hier nur über Stunden ziehen mit dem Part. Ja, Stunden auch nicht. Es ist nur so japanisiert. Ja. Wobei, jetzt will ich es wirklich nicht machen. Ich würde mich verteidigen. Verteidigung war das hier, ne? Ja, ich denke. Nein, das war Item. Nein, das ist Item. Dann oben war. Ja. Man muss erstmal reinkommen. Haha. Tja. Katsching! Na gut, die hat er auch nicht. Achso, er konnte das irgendwie was drin. Jetzt heile ich aber nochmal. Haben wir ja genügend MP. Ich hoffe mal, dass er auch mal breaken würde. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es besser, doch eine andere Attacke einzusetzen, aber er hat zu wenig SP. Deswegen, das passt schon, die Kombination. Wow! Wer hätte das gemacht? Ach. Tja. Und nochmal. Ja, und tot. So Miss Gato. Ach ja, da war ja was. Gott, wie tot das sich angeguckt hat. Da kriegt man ja Angst. Ja, aber jetzt müssen sie erstmal wieder digitieren. Ja, das braucht auch wieder SP. Ich weiß. So eine Scheiße, aber auch nicht so. Aber leider kann es sich nur einmalig wiederbeleben. Ja, aber besser einmal als keinmal, ne? Ja. Ja, dann hoffen wir mal, er macht jetzt endlich mal Break. Ich verstehe nicht, warum er das nicht macht. Eigentlich macht er das ja, aber naja, irgendwie will er nicht. Oder das Vieh hat irgendwas gemacht, damit man es nicht breaken kann. Ist mir egal. Auf jeden Fall zieht mit Tiger Hurumon auf einmal fürchterlich nicht gedacht, was er nicht kann. Hips! Ja, aber das Vieh breakt. Ja, toll. Aber dafür zieht diese Attacke nicht so viel ab. Aber das zieht verdammt viel ab. Ja, aber dafür ist er auch wieder sehr weit hinten. Warte mal, guck mal, wie weit er... Mach mal die untere. Mach mal die untere. Mach mal die untere. Ja, dann ist er vorne. Das wäre ich hiermit auch, da würde ich ihn davor weg... Nein, der ist da nicht vorne. Nein, ich würde zwar eigentlich schon sagen, dass das... Dann kannst du trotzdem zweimal was machen. So, wieder schön Heilung. Ja, das wäre auch das Beste, jetzt würde ich das auch machen. Aber guck mal, so kannst du zweimal angreifen und der hat irgendwie ja auch wieder viel abgezogen. Boom. Ich hätte sogar das Gefühl, okay, nein, zieht doch nicht mehr. Nee, das zieht schon mehr ab. Und dadurch, dass da auch eine rote Zahl war. Ja, jetzt. Verteidigen. Verteidigung bringt bei der aber auch nicht gerade. Naja, schon. Ist ja da. Oh, shit. Ich bin voll tot. Ah, es belebt sich auch wieder. Yay. Juhu. Ah, es muss auch wieder digitieren. Das braucht ein bisschen mehr. Ach, kacke. Eigentlich kannst du ja froh sein, dass du jetzt nicht hier nur mit Wargreymon spielst. Oh, das wäre fies. Wobei Wargrey als einziges noch nicht draufgegangen ist. Ja, das ist gut. Wäre ja schön, wenn er ihn breaken würde, aber ich glaube nicht, dass er das schafft. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass wir noch 20 Minuten für diesen Kampf brauchen werden. Na, es sind momentan bei 8. Wow. Au. Das haut mit dem Kopf. Es hat gebreakt. Hat aber noch passend so, dass es davor ja, ist. Dann hoffen wir das jetzt. Dann vielleicht jetzt. Nein. Ich würde wieder heilen. Nein, wie kommst du denn da drauf? Entschuldigung, dass ich dir einen Tipp gebe. Mimimimi. Aua, das ist komplett geheilt. Ja, toll! Ach du. Und irgendwas ist gleich gut. Ah, nein. Ah, nur weil es das gemacht hat. Probier mal was anderes. Na, ich weiß schon, wie ich es vielleicht machen kann. Ja, wie denn? Tust ja nicht. Geil.
Da pusht es sich. Heilo. So. Ich würde mich normal heilen. Das ist es mir nicht wert. Würde ich nicht machen. Nein. Du hast doch bestimmt was zum Wiederbeleben. Na gut. Ich habe zwar keine Ahnung, was das davon ist wieder, aber das ist... Da werde ich schon wieder drauf kommen. Und außerdem, so viel hat er auch wieder nicht. Das schafft Vorgrämon in der Not auch alleine. Nein. Ja, guck mal, er hat jetzt schon eine Attacke verschwendet, da siehst du. Ja. Also, jetzt hoffen wir mal, dass er jetzt hier... Oh. Da sagt irgendjemand mal, Vorgrämon ist gut. Das hat ja nichts mit Vorgrämon zu tun. Da, Angero ist gut. Das liegt ja auch an der Attacke, die du gewählt hast. Zufallsbedingt. Ich weiß. Damit sieht er aber fast gar nichts. Ja, ist schon so, dass es ein bisschen hilft. Oh Mann, armes Vorgrämon. Das ist gleich tot. Ist er tot. Und jetzt kannst du aber auch angreifen mit allen. Ich glaube, jetzt ist es weg. Das sehen wir ja gleich. Ich denke schon. Ja, doch. Und ansonsten geht Vorgrämon auch einmal drauf. Ah, der hat bestimmt auch was zum Wiederbeleben. Achso, nee, das war Heilung. Ey. Moment, ich wollte... Nee, ich hätte das andere, das. Ah, okay, stimmt, klar. Weil das gezielt auf einen geht. Und yay, Metallgaro gemacht. Ja, also von daher... Boah! Hätten wir doch vielleicht die ganze Zeit das machen sollen. Ja, aber es braucht doch mehr SP. Klar. Warum nehme ich lieber das? Der drückt doch. Ching, Level up. Mann, sind wir Level cool. up. Nein, Level up. Das große Bild. Go, Mama! Wo kommt man auf einmal her? Oh, niedergeschlagen bei den Paarmon. Traurig hätte ich enden. Ich finde nur eher doof, die Figuren da machen gar nichts, also die Bildchen. Ja, was ist jetzt storytechnisch passiert? Ne? Ja, sie waren einfach so traurig wegen Paarmon halt, aber haben sich gefreut, dass sie Metal Sidramon besiegt haben. Und das, so war das ja genau. Ich würde sagen, wir pausieren. Na, wobei. Na, wie lange? Wie viel haben wir denn schon? Ne, wir sind circa bei 12 Minuten gleich. Ja, ich denke, ein so ein Ding oder da. So. Aber, ah, nee, das wäre jetzt nerven mit dem Dungeon. Genau, und hier, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Sidequest geht. Na, mach die lieber, ja doch, mach die noch. Und was, die Sidequest? Ja. Na gut, wenn du das sagen. Ja, wenn wir ein bisschen drüber sind, dann ist das ja nicht schlimm. Ich für dich muss ich leider austauschen. Wen? Warum ihn? Wir brauchen Teil auch später. Ach so. Wäre ja eigentlich gar nicht schlecht, wenn du irgendwie nochmal so trainieren würdest, so nochmal. Mach ich dann wahrscheinlich. Zum Ende hinkommen oder so, weißt du? Mach ich dann auch wahrscheinlich zum nächsten Part. Mimi. Mimi, Mimi, also ist. Das ist auch wohl noch storybedingt, so oder so. Mimi ist jetzt halt, wie gesagt, ziemlich traurig und so, dass Vamon tot ist und sie will eigentlich gar nicht mehr weiterkämpfen. Nicht, weil sie angeblich eine Zicke ist oder sonst was, sondern weil sie einfach um Gottes Willen. Und mein Gott, sie ist 10. Also wenn ich mit 10 gesehen hätte, wie Vamon diesen Kopfschuss kriegt, jetzt nicht so billig da wie in dem Spiel, sondern wie im Anime, meine ich natürlich, ne? Dann hätte ich das schon... Ja, der Kater hat einen Schiss. Ja, an sich auch ziemlich beängstigend. Ja, immer schön rumgucken, ob hier vielleicht Items liegen. Ja, ist ein Speicherpunkt, toll. Nutze ich jetzt aber noch nicht. Ich finde Palmon rennt ein bisschen bescheuert in deinem. Yay! Wieso rennst du in Betamon rein? Irgendwie muss man den Part doch ziehen. Ist dabei ja was. Betamon, Betamon, drück einfach. Ich bin der Shellmon. Nein, das war, ich bin das Frigimon. Ich habe jetzt Glück. Warum digitierst du nicht? Du hast Palmon nicht mal ausgerüstet, ne? Nein. Ich glaube nicht, oder? Ich würde es mal behaupten. Der macht himmlischer Scharf. Bumm. Die beiden Betamon sind weg. Sicher? Ja. 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 Hm. Ach, da will sie von. Ach nee, wo war Was? Lohnt es sich zu digitieren? Ja. Na gut.
Da vorne war ja ein Speicherpunkt, können wir ja wieder schön regenerieren. Ja, das geht ja mal wieder da und dann ist wieder rein. Oh, das geht jetzt die ganze Zeit so. Irgendwie ist mir Walker immer ein bisschen zu gigantisch. So, juhu. Neu. So, dann gehen wir nochmal dahin. Was hältst du davon, wenn ich einen speichern? Tue ich nicht. Nee. Lauf, Mimi, lauf. Lauf jetzt nicht wieder rein. Hi. Trainieren kannst du dann offscreen. Dann mache ich ja auch. Weil ich will dir da auch nicht bei zugucken, also. Hilfe! Hilfe! Es will mir mein Höschen klauen! Gar nicht, es will den Hut klauen. Der ist wirklich schöner. Da will man auch nicht rein. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir überhaupt hin. Da! Ah. Das musst du haben. Ach ja, ich glaube, wir müssen jetzt Sachen für die Grabdinger ja, sammeln. Juhu, Rang haben! Kari findet das nämlich auch toll. Ja, dass die das toll findet, ist klar. Die will auch Gräber. Machen. Naja, nee, ich meine, die finden das toll, das dass wir da Mitleid haben und so. Das da sehen nein, muss. Da ist nichts. Gut. Oh Mann, das ruckelt so. Ja. Nein, da wollte ich noch gar nicht hin. Böse Mimi. Ah! Deswegen wollte ich nämlich noch nicht hin. Oh nein, nein, nein! Wenn ich hier in der Sequenz bin, passiert nichts. Yamato findet das auch gut. Dass dann so aber ja, er ist ja so ein Arsch. Ja, ich weiß auch nicht, also... Hehe. Davon mal abgesehen, dass ich die ja sowieso alle nicht mehr so dolle finde, ne? Aber ich weiß nicht, also ein Arschloch ist Yamato nicht. Wobei, zugegeben, nach der Sache da mit Warmon war er dann auf einmal so bei Puppetmon und so ging er mir schon auf den Keks, ne? Da ist noch was. Damit müssen wir jetzt alle haben. Ja, ich weiß nicht, aber weil wir haben vorher mit Kushiro geredet und Kushiro kam auch eben hoch. Schon interessant, ne? Dafür, dass Sora ja so mitfühlend sein soll, ist sie eine der wenigen jetzt gewesen, die nicht so mitfühlend sind. Wobei, ich speichere doch mal kurz ab. F3, um den Screen auszumachen. Ja, wir wissen ja sonst, was passiert. Aha. Yep. Und Screen wieder an. Tada! Weiter geht's. Also wie gesagt, ich bin ja gespannt, wenn du da jetzt noch so ein Ding findest. Vorausgesetzt, da ist noch eins, wer jetzt als nächstes noch hochkommt. Hm. Aber da ist doch die Quest doch ganz gut gewesen, weil wegen der Kizuna-Drive-Leiste halt. Na, ich hätte die Quest sowieso gemacht. Nur halt, war ich erst am überlegen, wegen erstmal lieber leveln oder... Weil kam mir jetzt nicht ein Kampf gleich. Da ist noch was da oben. Ach, da oben. Das weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich ja nicht. Warum? Ich meine, du tust ja was für die Gräber. Ne? Ah, okay, stimmt. Na, wer kommt jetzt? Ah, jetzt kommt das kleine Takir rüber. Dreier haben bis jetzt noch nicht. Also entweder es gibt noch drei oder es war's das. Also ich würde Joe... Oh! Ich würde Joe noch zutrauen, dass er... Seit wann nennst du ihn Joe? Immer mal ab und an. Ich weiß auch nicht, warum. Joe, Joey. Joey Wheeler. Ja, den schreibt man das ja oben. War was? Wo? Da links, 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 da hoch, hoch, hoch. Ach da. Dom ist Betamon, wa? Wegen ihm werde ich. Haha, Johnny kommt auch noch. So, jetzt noch Sora und dann passt es. Nee, ganz ehrlich, ich finde die Partei, ich find, Sora ist unwichtiger. Nimmt sich nichts. Doch, die ist total unwichtig. Die kannst du nicht. Nee, wenn du einen Stein bist. Nein, nicht. Ah, klar. Wow, sie hat jetzt 6 Dinger gesammelt für einen Grab. Ja, Blumen. Toll. Für eine Blume habe ich da okay. gesehen. Das fand ich jetzt komisch. Da ist noch eins. Das Wasser in Redigital sieht besser aus. Juhu, ATK ab. Das weiß ich gar nicht, ob das ein Digitationsding war. Weiß ich nicht. Du darfst dich hier über die Grafik nicht beschweren. Die sieht in Redigital sowieso allgemein besser aus. Ich rede. Ja. Diese Haare. Was warum hat er nur solche Haare?
Das habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Ich glaube, jetzt ist aber genug, glaube ja, ich. Ja, wir sind jetzt knapp 19 Minuten. Ja, also fast so lang wie eine Folge. Dann speichere ich nochmal. Das müsst ihr natürlich mit offscreen machen. Also nicht offscreen, sondern... Aber wenn wir jetzt so weitermachen, dann müssten wir da drinnen mittendrin aufhören. Und das ist ja ärgerlich. Da fand ich das jetzt ganz gut, der Kampf und dieses kleine... Zack. ...Ding da halt. Ja. Und bevor es dann im nächsten Part, werde ich hier ein bisschen das leveln. Das machen wir wahrscheinlich off-topic. Diesen nicht off-topic, off-screen. Ja, off-screen, Entschuldigung. Weil, ihr wisst ja, der Dungeon, da passiert ja halt nichts. Ist ja nur genau. Zu trainieren da. Das ist Jacke wie Hose, wenn ihr das seht, oder wir es einfach nur sagen. Genau. Also, ich glaube, wenn wir es sagen, ist es spannender. Ja. Dann sage ich mal... Bis zum nächsten Part. Ja.